Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena, Bridge of Spirits. Ich habe den Sound jetzt noch einmal angepasst. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich hoffe, jetzt wummert das nicht mehr so heftig. Ich habe die Musik insgesamt leiser gemacht, als auch die Soundeffekte. Die Stimmen sind ja völlig okay. Was? Warum geht ihr weg? Warum tun sie gar nicht okay? Oh, ich kann so einen schönen, wie sie bei Alice im Wunderland, Alice Madness Returns, kann ich ja so einen schönen Sprung machen. Hui! Hui! Mach ich auch. Ja, was denn? Was könnt ihr hier machen? Okay. Kann ich damit interagieren oder ist das nicht zum Interagieren gedacht? Ups, sorry, Kena. Ich wollte dich nicht vor irgendwas, vor eine Klippe stürzen. Whee! Whee! Hallo. Maske verwenden. Look. A tear of the forest. It's a sign of regrowth. Death always leads to a new beginning. Und wir haben gesehen, dass die Kinder wohl krank waren. Die habt ihr die anhand der Flecken. Ja, mach weiter. Oh. Und natürlich alles. Schaffen wir es bis dahin? Nein, wir schaffen es nicht bis dahin. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, wollen wir nochmal. Es ist wirklich nicht so leicht, die Scheiße hier zu steuern. Und ich bin schon wieder raus. Kack, Mann. Kann ich mich noch drehen, damit ich irgendwas sehe? Oder ist es nicht drin? So nämlich. Interagieren. Die Musik ist immer noch scheiße laut. Okay, wisst ihr was? Ich habe die Schnauze jetzt doch ein bisschen voll von der Musik gerade. Wieso ist denn die Musiklautstärke jetzt schon wieder hoch? Leute, ich hatte sie genauso wie die Soundeffekte einen Ticken leiser gemacht. So. Hat er das jetzt übernommen oder will er das jetzt nicht übernehmen? Nein. Audio. Doch, er hat's. Wartet mal. Nee, Musiklautstärke. Doch, es ist die Musiklautstärke. Nochmal ein Ticken leiser, bitte. Warum ist die so heftig laut? Bisschen unbalanced hier. Ich muss mal reinhören, ob das jetzt in Ordnung ist. Hier müssen wir aufpassen. Wenn wir hier einmal fallen, rutschen wir wieder ganz bis nach unten. Dass ich hier nichts finde, irritiert mich ein bisschen. Ich meine. Oh! Oh! Okay. Hui! So, ich meine, hier im Eck gab es noch was für uns. Esst, meine Lieben, esst! Fein, fein. Guten Hunger. Ihr lieben Rotz, guten Hunger. What's wrong with Russo's house? Tja. The trees look funny. Let's keep going. Sieht sehr verseucht aus. Oh. Da muss man einen langen Sprung machen. Okay. Ich versuch's mal hier lang. Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ha, aber das geht. Und was bringt mir das? Oh Gott, Kinder! Oh Gott. Ich dachte, das war's jetzt.
Aber das sieht doch wieder nach einem optionalen Weg aus. Jawohl. Das sieht vor allen Dingen nach einem Rott aus. Was ist los? Na? Kena? Aha. So. Wir haben schon 16 Stück. Kena? Why not? Nicht im Ernst, oder? Doch im Ernst. Ich bin tot. Nein! Ich hoffe, ich hab die noch. Warte mal, nein, falsch hierhin. 16. Ja, ich hab den noch. So kann man natürlich auch seinen Rückweg machen. Nee, hier bin ich. Okay. Hier bin ich. Dann kann ich doch direkt eigentlich hier so runterjumpen, ne? Ja. Aber... Hallo und tschüss. Weiter geht's hier. Hui. Sie sieht sehr geschmeidig aus eigentlich. Okay, da. Sehr sportlich, die Gute. Da nicht. Okay. Okay. Und dahin. Dahin. Ich finde es ja optisch so schön. Upsalappa. Wie sie da oben schon auf mich warten. Na, ihr? Wie geht's euch? Alles Paletti bei euch. Lasst uns mal weiter springen. Das sieht doch 1A so aus, als wäre da ein optionaler Weg. Da unten aber irgendwie auch. Ich schaue mir das mal beides an. Hola. Ich habe Geisterpost gesammelt. Aber weiter geht's dann nicht. Okay. Nein! Kena, Liebes, was machst du denn? Gut. War von mir ja auch nicht so geplant. Nein! Hab ich jetzt Glück gehabt. Schon mal so einen coolen Rückwärtssalto gesehen, der nicht mal katastrophal endete? Wie sie schon wieder einfach so seltsam losgelassen hat. What? Aber hier unten ist nichts für mich. Na, komm. Ihr könnt euch das vielleicht jetzt gerade nicht vorstellen, aber es ist super eingeschränkt zu springen. Das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so, ich sag mal, steif ist beim Springen. Einmal, zweimal. Okay, das sieht nach einem mutigen Sprung aus. Haha, ich habe es geschafft. Jetzt will ich auch wissen, was hier oben ist. Cool, was denn? Ja, mach doch. Ne, warte mal, was? Rotz verwenden. Und dann einfach mal geschmeidig nach hier hinbringen. Behaltet den mal kurz ein bisschen, danke. Und jetzt lasst ihn los. Ich habe noch einen gefunden. Yes!
Der Goldene! Guck dich hier an, den Goldenen! Haha, voll süß! Baldralisch! So. Das hätten wir. Ob wir bei der Hütte sind? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir sind bei der Hütte. There she is. Da bin ich, ja, da bin ich. Hi, Kleiner. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Das können sie in der Tat, ihr Lieben. Kinder, aber ich will erst hier hin. Oh. Das seht ihr doch auch. Esst fleißig. Los, los. Esst, esst. Okay. Okay. Also so richtig herausfordernd war das jetzt nicht. Haben sie vielleicht wirklich was an dem Schwierigkeitsgrad angepasst? Also ich meine, realistisch angepasst, mit wirklich Ideen. Ist das ein Nest? Ist das ein Vogelnest? Ja, wer will nicht schon immer freiwillig Vogelnester am Kopf tragen? Auch die setzen wir gleich mal auf. Nein! Boah, der Sprung war aber fast zu niedrig gesetzt hier. Ich muss wirklich an der richtigen Stelle stehen. Ich muss an der richtigen Stelle stehen. Hurry! I don't think they can hold it for long. Ja, ja, weiß ich. Nein, nein, nein. Uff. Finde Russo. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Das muss man sich halt auch immer wieder vergegenwärtigen. Alle Menschen, mit denen sie redet, die sind... Ja. Die sind halt tot. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Tja, das hat er wohl versprochen und konnte das leider nicht einhalten. Schauen wir mal, warum. Sieht mir nach einem Hoppala was. Hoppala was. Hui. Ja, die Kleinen hier, die sind ja wirklich kein Thema. Okay. Ist gut. Beruhigt euch. Ah, sie können es nicht machen, weil sie nicht aufgeladen sind. Okay. Aua! Mann, du Frechdachs. Du bist auch frech. Dankeschön. Im Moment steckt da wirklich keine wirkliche Technik hinter. Ha, ich war schneller. Okay. Ah! Aua, wo kommst du denn? Der hatte hier gar nichts zu suchen. Over there. Over there. Sie klingt immer ein bisschen wie ein Sim. Ach so. Ja nun. Haltet den mal kurz fest, bis ich weiß, was Sache ist. Don't know that. Ich versuch's mal. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber sei es drum. I
schau's mal an. Also muss hier auf der Seite auch noch was sein. Nein. Was weiß ich? Gar nichts über sich. Sehr gut. Aber ich möchte mir noch nicht weiter. Ich möchte mich noch hier umgucken. Ich kann nämlich noch überall hin. Und hier gibt es bestimmt auch überall was. Nee, hier ist aber auch nichts. Muss ich wohl doch erst alles frei machen. Na gut, dann gehe ich doch mit euch durch das Tor. Sei es drum. Sie rennt ja zum Glück schnell. Eine dunkle Höhle. Oh, wir können sie erleuchten. Sehr schön. Kena ist das Licht in der Dunkelheit. Ah! Oh nein! Nein! Oh nein! Oh. Kena, es tut mir so leid. Ich habe das mit dem Licht der Dunkelheit noch gesagt und nicht umgesetzt. Wahnsinn. Ich muss jetzt irgendwie an die Fireflies danken. Wenn du verloren bist, suche nach dem Licht in der Dunkelheit. Haben sie gesagt. Haben sie gesagt. Okay. Das läuft doch schon mal ein Ticken besser als gerade. Nein! Nein! Kinder! Mach mich nicht nervös! Okay. Kappa. Der Kappa. Der japanische Geist. Wo will er hin? Wo will er denn hin? Wo will er hin? Kann ich ihn da angreifen? Das ist eine gute Frage. Wie war die Technik nochmal? Oh, ich weiß es einfach nicht mehr. Nee, das darf ich nicht. Nee, das darf ich auch nicht. Aber ich darf ihm auch nicht zu nahe kommen. Wie war das denn nochmal? Ach, guck mal, schau. Darf ich das jetzt benutzen? Oh no, das war eine Heilungsblume, ich Depp. Wie ging denn der Kackboss nochmal? Ich hab no idea hier. Guck mal, vielleicht muss ich auch einfach... Achso, ich kann die Rotz gar nicht benutzen, fällt mir gerade. Au! So, und jetzt ablenken und angreifen. So war es, genau so war es. Aua! Aua! Ihr seid ja unfair. Einfach unfair. Und ich blöde habe meine Heilungsblume schon benutzt. Weil ist so cool. Okay, und. Au! Kann gut sein, dass er jetzt ein bisschen böser wird. Nein, er geht schon wieder weg. Ich war zu nah dran. Nein, was macht er denn jetzt? Nein, 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 nein. Alles gut, beruhig dich, beruhig dich. Kappa. Ich werde euch gleich ein bisschen was zum Kappa erzählen. Oh, was? Muss ich hier irgendwas machen? Die Blume ist wieder da. Nehme ich gerne. Aua. Scheiße, er war da. Ich habe aber gerade keinen Rott zur Verfügung. Ich glaube, die sind sogar ein bisschen besser geeignet. Vielleicht habe ich sogar zwei Rots zur Verfügung. Schauen wir mal. Ja, ich weiß, ihr seid kleine, mutige Dudes. Rott-Kommandeur. Jawollo! Und ich dachte, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Mann! Ich wollte mal vorausschauend handeln. Okay. Das hatte ich gerade schon gesehen. Da wollte ich unbedingt hochklettern. Na, ihr, was macht ihr hier Feines? Aha.
Wisst ihr, was als Frau so richtig abstoßend ist? Wobei ich kann mir vorstellen, dass es für Männer abstoßend ist, aber Frauen kriegen es nun mal leichter. Eine Blasenentzündung. Blasenentzündung ist räudiger Scheißdreck. Und immer steht man vor der Frage, ist es noch okay? Kann ich einfach warten? Oder sollte ich besser zum Arzt gehen, Antibiotika bekommen? Very good question. Meine Faustregel ist ja, solange es nicht wehtut, ist es okay. Keine Ahnung, ob die zutreffend ist. Danke. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Aber das machen wir nächstes Mal. Hinterlasst mir da gerne mal ein Kommi. Ich finde es im Moment noch ein bisschen unausgeglichen vom Kämpfen her. Die Gegner machen zwar unglaublich viel Schaden, aber schwer sind die nicht. Das war beim letzten Mal in der Tat noch nicht so. Ich weiß aber auch, und deswegen lasse ich es jetzt erstmal, dass die Gegner noch ziemlich anziehen werden. Für 100% Trophäen braucht man übrigens die alle Schwierigkeitsgrade. Finde ich ein bisschen. Ich finde heutzutage vom Schwierigkeitsgrad abhängig machen, ob du Trophäen, Platin bekommst oder nicht, auch einfach ein bisschen cheap, muss ich sagen. Das ist so eine leichte Art zu verhindern, dass Menschen sich die 100% holen. Weil klar, wenn du im Spiel drin bist und das lang genug gespielt hast, hast du eine gewisse Routine, dann kannst du es auch auf schwer spielen. Das habe ich bei Alice Madness Returns ja gemerkt. Das habe ich ja auf Albtraum gespielt. Kann mir aber bei meinem Run, als ich es Jahre später nochmal gespielt habe, nicht vorstellen, dass ich das mal auf Albtraum gespielt habe. Auch The Evil Within habe ich jetzt gemerkt. Also gerade Teil 2 ist das ja auch so unausbalanciert. Unausbalanciert? Nicht balanciert, sagen wir es so. Weiß ich nicht, ich finde, heutzutage können sich Spielentwickler dafür echt ein bisschen Zeit nehmen, um das anständig hinzukriegen. Außer man möchte halt, wie jetzt From Software, so schwer sein. Das ist wieder was anderes, aber die haben auch keine Schwierigkeitsgrade drin. Gut, gut, wir gucken nächstes Mal, ob wir Russo finden oder sein Haus erheilen können, je nachdem. Schauen wir mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.